Die Reise geht heute in die alte Herzogstadt Burghausen. Sie liegt im oberbayerischen Landkreis Altötting. Die Stadt liegt an der Salzach. Etwa 19.000 Einwohner hat die Stadt. Grenzbrücke zu Österreich. Die Salzach ist mit 225 Kilometern der längste und auch der wasserreichste Nebenfluss des Inns. Strom auf Salzburg, Strom ab Passau. Früher sind wir ja oft rüber zu billig Zigaretten kaufen. Die mächtige Burganlage, da gehe ich nachher mal rauf. Na, hoffentlich springt der nicht. Das ist die Jakobskirche, das ist die größte in der Stadt. Da sind meine Kollegen ja schon unterwegs. Das sieht interessant aus, da muss man durch. Jetzt versuche ich mal rund um die Burg zu gehen. Musik
Kirche ist schon sehenswert von innen. Ist ca. 20 Kilometer Luftlinie entfernt. Kommt vielleicht nicht richtig rüber jetzt, da zummt und brummt hier in allen Ecken. Solange keine Mücken sind. Ist auch ein herrlicher Badesee. Sieht aus wie der Uhrenturm. Da wäre es ja besser, eine Führung mitzumachen. Da kriegt man alles erklärt. Das Ganze ist auch ein bisschen untergliedert. Es gibt insgesamt 6 Burghöfe. Die Häuser haben auch einen eigenen Baustil, und zwar nennt man das Ganze die In-Salzach-Bauweise. Also die Anlage in der jetzigen Form, die wurde etwa von 1480 bis 1503 erbaut. Das ist das Taufkirchener Palais von 1736, das Büchsenmeisterhaus. Ich glaube, ich habe mich vertan. Das ist das Büchsenmeisterhaus.
Burg zu besichtigen, kann ich nur jedem empfehlen. Bei 30 Grad Außentemperatur, da lockt das so richtig. Der Turm hat schon seine Eigenart, und zwar hat er eine doppelt geschnürte Zwiebel. Morgen ist hier in Burghausen ein Ritterfest, aber im nächsten Video. Der Stadtsaal, das ehemalige Regierungsgebäude von 1877. Wie schon von oben gesehen, das Taufkirchner Palais. Den Regenschirm hätte ich auch zu Hause lassen können. Zu Hause war ein gutes Stichwort. Jetzt ist auch nach Hause. Bis zum nächsten Mal.